Leute, in diesem Video habe ich mich von Legion Plays inspirieren lassen. Auf jeden Fall schaut gerne mal bei Legion vorbei. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich euch meine Top 10 meisten geliebte Skins sagen. Also meine Top besten Skins, also die Top 10 Skins, die ich am meisten mag, besser gesagt, sagen wir das mal so, Leute. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, Leute. Wir sind kurz davor vor den 700 Abos. Wir haben jetzt gerade die 665 auf jeden Fall, Leute. Würde mich mega, mega freuen, wenn wir die 700 Abonnenten schaffen. Und ja, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr auch einen Lieblingsskin auf jeden Fall? Ich glaube, jeder hat einen Lieblingsskin. Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare schreiben. Und Leute, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall einfach mal direkt an. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir beginnen auf jeden Fall mit dem 10. Skin. Auf jeden Fall auf Platz 10 ist Straßen-Ninja Tara. Ihr fragt euch jetzt, warum auf Platz 10? Leute, das Ding ist, ich feiere den Skin eigentlich mega, mega, aber es gibt noch ein paar andere Skins, die ich auch am meisten feiere. Aber trotzdem, ich mag auf jeden Fall auch diesen Straßen-Ninja Tara-Skin. Leider habe ich den selber nicht, da ich mir den einen Cold-Skin geholt habe. Auf jeden Fall, Leute, auf den Call-Skin gehen wir danach auch auf jeden Fall später nochmal drauf. Auf jeden Fall auf Platz 9 ist Heldenbaby. Und ja, es ist Gernta, ich weiß, dass du gerade das Video schaust und dir einfach nur denkst, Junge, was machst du falsch? Aber ja, Leute, auf jeden Fall, auf Platz 9 ist auf jeden Fall Heldenbaby. Ich mag auf jeden Fall diesen Skin, der hat auch einen nice Style auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist ein ganz cooler Skin, aber auf jeden Fall, ja, Leute. Es ist halt trotzdem mein Lieblingsskin auf jeden Fall. Ich habe den Skin auch leider selber nicht, aber trotzdem feiere ich den Skin eigentlich. Okay, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz 8. Diesen Skin habe ich sogar selber. Den habe ich durch Alex bekommen. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der Platz 8er Skin ist auf jeden Fall Astronauten-Sprout. Leute, auf jeden Fall, ich feiere diesen Astronauten-Sprout-Skin richtig, richtig hart. Ich mag den Skin irgendwie richtig hart, Alter. Seitdem ich diesen Skin habe, habe ich auch ein bisschen mehr Bock mit Sprout zu spielen, wenn ich mal ehrlich bin. Auf jeden Fall, dieser Skin, der macht auf jeden Fall mega, mega Bock. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, bei Platz 8 ist auf jeden Fall Astronauten-Sprout. Und ja, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu Platz 7. Zu Platz 7 ist auf jeden Fall Schurken-Mortis. Leute, Schurken-Mortis ist auch ein geiler Skin, den wollte ich damals unbedingt haben. Den habe ich mir dann auch eines Tages geholt. Der Skin ist immer noch geil, aber ja, keine Ahnung. Wenn man jedes Mal mit dem spielt, dann ist es halt nicht mehr dasselbe. Aber trotzdem ist es ein geiler Skin, Leute. Ich feiere Schurken-Mortis auf jeden Fall. Sehr, sehr hart. Auf jeden Fall, ja, Leute. Schurken-Mortis ist auf jeden Fall auf Platz 7. Und wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz 6, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall bei Platz 6 haben wir Gold Mecha Crow. Auf jeden Fall, ja, Leute, wie ihr wisst, mag ich jetzt nicht wirklich so ganz Gold Mecha Skins, aber ich mag halt Gold Mecha Skins auch manchmal. Aber ja, Leute, auf jeden Fall, trotzdem ist auf Platz 6 Gold Mecha Crow. Warum auf Platz 6? Ich feiere eigentlich diesen Skin, aber der ist halt jetzt nicht so krass für 50.000 Starpunkte, wenn ich mal ehrlich bin. Aber trotzdem ist es eigentlich ein nicer Skin. Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 5. Ich glaube, die meisten Zuschauer von mir haben wahrscheinlich diesen Skin nicht, aber ja, Leute. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich sage jetzt, wie das Skin heißt. Auf jeden Fall Star Shelly. Ich weiß nicht, ob die meisten Zuschauer jetzt diesen Skin haben oder nicht, aber ich schätze, dass die meisten diesen Skin nicht haben. Weil ich glaube, die meisten Zuschauer von mir haben so Anfang 2019 oder wie auch immer zu spielen, wo noch nicht Star Shelly zu bekommen war. Aber ja, Leute, auf jeden Fall, Star Shelly ist auch ein ganz, ganz nicer Skin. Auf jeden Fall, leider habe ich die selber nicht. Ich habe einen Monat später Brawl Stars angefangen zu spielen, nachdem sie rauskam. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 haben wir auf jeden Fall Dynasty Agent Colt. Ja, Leute, auf jeden Fall, ihr fragt euch jetzt, warum ist er auf Platz 4? Ich mag den Skin auch richtig, richtig hart, aber es gibt noch viele andere Skins, die ich auch mega gern habe, aber noch nicht habe, aber trotzdem, Leute, Dynasty Agent Gold Skin ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Die meisten wissen, dass Colt mein Lieblingsbrawler ist. Deswegen bleibt Colt, ja, trotzdem aber bei Nummer 4. Er ist trotzdem ein richtig, richtiger, nicer Skin. Und ja, Leute, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 haben wir auf jeden Fall Werwolf Leon. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum Platz Nummer 3. Leute, ich feiere einfach diesen Leon-Skin übelst hart, aber es gibt, wie gesagt, noch andere Skins,
die ich auch noch mega feier. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch gleich. Auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, bei Platz Nummer 3 haben wir auf jeden Fall Werbeflair. Wir kommen jetzt zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 haben wir auf jeden Fall Kosarkold. Leute, ich habe den Skin nicht mal selber, Digga. Das ist so belastend, dass ich mir den einfach nicht geholt habe. Ich habe mir diesen Penny-Skin geholt, anstatt diesen Cold-Skin. Weil, Leute, ihr müsst wissen, an dieser Weihnachtszeit, wo dieser Cold-Skin im Shop war, habe ich ihn noch nicht so ganz gefeiert. Aber, ja, Leute, diesen Weihnachten, wenn er wieder im Shop kommt, dann werde ich mir den auf jeden Fall zu 100% holen. Dann habe ich alle Cold-Skins. Okay, Leute, wir kommen auf jeden Fall zu Platz Nummer 1. Und zwar, die meisten können es, glaube ich, auch wissen. Zum Beispiel wie Brawl Freezy, da weiß es schon. Auf jeden Fall Platz Nummer 1 haben wir Streetwear Max. Leute, Streetwear Max ist einfach ein brutal nicer Skin. Den hätte ich so gerne selber, aber den kann ich mir einfach nie leisten. Immer wenn er im Shop ist, habe ich entweder kein Geld oder keine Gems zu kaufen. Oder ich darf nicht raus, mir eine Karte holen, wie auch immer. Aber ja, Leute, auf jeden Fall, ja, trotzdem ist Streetwear Max Platz 1 in meiner Liste. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Um keine weiteren Videos und Leistungen zu verpassen, schreibt mal gerne in den Kommentaren, welchen Skin feiert ihr am meisten. Auf jeden Fall, das würde mich sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Leute, ciao, ciao.